Seth gegrüßt und willkommen zur 78. Episode meiner Prison Architect Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe hier gerade einen Hundeführer mit seinem Hund hier rumstehen sehen. Und er hat hier einen Tunnel entdeckt und deswegen durchsuchen wir jetzt mal diese Zellen hier. Warum ist das hier so super dreckig? Ich habe doch hier Leute eingestellt, die hier keiner arbeitet. Okay. Echt dreckig überall. Ich stelle eventuell doch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Hausmeister ein. Oh, ich habe schon 6. 7, 8, 9, 10. Ihr könnt mal ein wenig für Sauberkeit sorgen. Das Blöde ist, wenn ich jetzt hier nichts finde. Oh, ein Füllfederhalter. Ich muss diesen Eingangsbereich auch noch mal sehr, sehr stark überdenken, glaube ich. Hier arbeiten auch welche theoretisch. Das hier ist auch irgendwie gefährlich, finde ich. Mit den vielen hier auf einem Haufen. Was machst du? Genau, du reißt die Kamera ab. Das ist, glaube ich, gut. Ja, das hier gefällt mir auch nicht. Ihr habt jetzt keinen Tunnel gefunden. Seltsam. Was macht er denn? Tödlich? Das hört sich seltsam an. Schaut mal hier auch bitte nach den Toiletten. Wie sieht es eigentlich hier oben jetzt wieder aus? Okay, hier wird durchsucht. Und diese ganzen Füller überall. Was ist denn damit? Was ist mit dieser Werkstatt? Ich hoffe, da geht irgendwann jemand arbeiten. Wie viel bekommen wir eigentlich neu rein? 2 psychisch krank? Haben wir überhaupt so viel Platz? Kapazität für psychisch krank Häftlinge 20. Wir haben aber 21. Och nö. Irgendwas ist doch wieder falsch. Eventuell sollte ich mir das doch mal hier machen, so voll belegen. So. Kommt keiner rein. Warum? Moment mal, geschlossen. Anzahl pro Tag. Das wird funktionieren. Alle verfügbaren, genau. Häftlinge gesamt. Warum passt das denn nicht? Also voll belegen. Habe ich irgendwas verpasst? Moment mal. So niedrige Dings haben wir 20. Geteilte Zellen haben wir 29. Das ist nicht gut. Warum? Kapazität, Höchstsicherheit 19. Höchstsicherheit haben wir 19. Psychisch Kranke haben wir 21, aber nur 20 Plätze. Schutzhaft 2. Hochsicherheit haben wir 27, aber wir haben 58 durch die geteilten Dinger. Ich muss rausfinden, wo die geteilten Zellen sind. Ach so, quasi das hier. Ich mache das hier mal zu normale Sicherheitsstufe, würde ich sagen. So. Jetzt haben wir da 80 als Kapazität. Ach, das stimmt doch alles nicht. Oh oh, es fehlt aber für die hohe Sicherheitsstufe was. Och nö. Moment mal, Höchstsicherheit. Jetzt haben wir da 58, aber nur 44 Plätze. Wo sind denn noch? Ach, hier sind noch geteilte Zellen. Die sind alle einzeln, weil hier keine Tür ist, ne? Kann man das hier nicht irgendwie offen lassen? Jetzt habe ich wahrscheinlich alles kaputt gemacht. Okay. Für 3 Häftlinge fehlt wohl noch eine Zelle. Wir haben nur eine geteilte. Wo ist denn die eine geteilte? Okay. Eine? Hier ist nichts. Hier sind keine Zellen. Hier sind auch die Zellen. Nicht.
Wahrscheinlich hier oben irgendwo. Ach so, hier hatte ich ja auch was. Moment. Hier ist noch eine. Oh, das ist aber... Ach, egal. Es wird schon passen. So, aber warum wird das nicht aufgefüllt? Was ist denn noch? Okay, Niedrigsicherheit sind... Ach so, ich habe hier irgendwie zugemacht. Hallo? Mach mal... Genau, 26 lasse ich bestimmt jetzt reinkommen. Ich stopp mal eben. So, wir können 8 niedrige und 18 normale. Oh, das geht doch eigentlich, oder? Oder es ist voll das Chaos. Jetzt, ich mache einfach mal. Was soll schon schief gehen? Läuft ja relativ okay alles. Nämlich, was zum... Warum? Wer? Wieso? Wie? Hä? Wieso ist denn da draußen einer? Der läuft jetzt einmal hier rum, oder was? Okay. Na, wenn er meint. Was ist hier los? Der geistige Führer, okay. Ich denke, die Hausmeister haben was gebracht. Aber ich habe immer noch nicht Dingens gefunden, die Tunnel. Ihr arbeitet fleißig. Hier arbeitet einer, warum auch immer. Zwei können da arbeiten. Qualifiziert 44, ja, die hängen alle hier drin rum, ne? Oder in der Wäscherei, wir nehmen da mal ein paar weg. Okay, Putzdienst arbeitet auch wieder. Die Werkstätten sind alle nicht besetzt, also nicht komplett. Oh oh. Was ist denn hier? Hat keinen Kantinenzugang. Ihr wollt mich doch verarschen. Ernsthaft? Hallo? Geht doch. Ich brauche echt mehr Zellen. Aber durch meine tolle Planung passt das irgendwie nicht. Wie sieht's hier aus? Was ist denn hier noch? Stapel von Nummernschildern. Oh, müsst ihr stehen oder sitzt ihr? Ihr steht, ne? Huch. Du sitzt an der falschen Stelle, aber du sitzt auch voll im Weg, Typ. Oh, ich weiß gar nicht, wo sind meine Handwerker? Okay, da ist schon einer, der Sachen verschiebt. Sehr schön. Dann könnte das Ding hier auch bald weg. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hier genau machen wollte. Eventuell die Krankenstation? Nee. Vielleicht einen größeren Laden? Laden. 1320. Naja, ich weiß ja nicht. Da. Das ist voll eng. Bewährungsraum, was machen wir jetzt hier mit? Och, ernsthaft? Ja, da. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Dann sucht verdammt nochmal richtig nach den Tunneln. Wo soll denn noch. Wenn hier nicht. Achso, ich dachte gerade, da sind Betten. Warum sind da Betten? Und warum habe ich hier so eine Dingeszelle? Ich weiß es gar nicht mehr. Genau, bleibt jetzt mal hier. Hier muss doch irgendwo der Tunnel zu finden sein. Das könnt ihr mir nicht sagen, dass hier kein Tunnel von diesen Zellen hier aus ist. Okay, es kann natürlich auch von hier aus sein. Wir durchsuchen einfach mal alle Zellen, die in der Nähe... Hallo? Okay, die kann man nicht durchsuchen. Wer war denn gerade so... Oh Gott. Geht doch wieder alles kaputt hier. Warum macht ihr denn hier keine Toiletteninspektion, Mann? Geht doch. Die wurden auch noch nicht durchsucht, glaube ich. Jetzt aber... Oh doch, die wurden eben... Okay. Oh oh. Da ist was los, da muss ich hin, da muss ich hin. Ich habe schnell auf Pause gedrückt. Oh, immer wenn die fast tot sind, immer dann kommt erst diese Meldung. Oh, den muss ich aber schnell wegschicken. Ich hoffe, der kommt noch irgendwo an. Gehen wir direkt in die Krankenstation. Ne, Moment, wir haben einen in der Nähe. Gehen wir dahin. Ich hoffe, das schafft er. Natürlich geht er in die falsche Richtung. Tasern, tasern. Was ist jetzt los? Rennt der weg oder was?
Haben wir den besiegt? Was zum... Aha, gut, ihr nehmt ihn fest, super. Okay, eventuell wäre hier ein Durchgang sinnvoll. Na, egal. Warum dürft ihr denn hier hin? Tablet ins... Irgendwo wird auch wieder jemand getasert. Oh Mann. Der Sicherheitschef. Einer der geistigen Führer, die wir für unsere religiösen Programme angeheuert haben, hat sich als regelrechter Hassprediger erwiesen und unsere Häftlinge aufgewiegelt. Wir haben die betreffende Person gefeuert. Allerdings wird es einige Zeit dauern, bis die Häftlinge sich wieder beruhigt haben. Und ich dachte gerade noch so, hey, voll cool, dass sie hier drin chillen in der Kirche und ruhig sind. Jetzt ist es ein Hassprediger gewesen. Ja, super. Ach, schön, dass einer von euch mal so ein Ding schiebt. Ihr macht doch gar nichts an diesen Monitoren, oder? Die sind doch irgendwie gerade einfach nur da. Dum, dum, dum. Also, egal. So. Alle Kameras gehen noch gut. Oh, das Türkontrollsystem, da habe ich ja echt Lust drauf, das zu verschieben. Ich verschiebe das jetzt einfach. Mit Stuhl. Und das bitte schnell, Leute. Was sind die hier wieder? Ja, jetzt gehen die Türen alle nicht auf. Kacke. Oh, schneller. Oh Gott. Ja, in der Werkstatt hier oben. Weil er hier wahrscheinlich durchdreht, ne? Genau. Der sucht aber echt Streit. Oh, bitte tasern. Nicht mit deinem Ding hauen. Geht doch. Jetzt müssen wir den umhauen. Der haut ab. Gut, nur ein Todesfall. Häftling mit Bohrer, ja. Das habe ich gesehen. Aber hier, ihr seid nett, okay. Oh Mann, so, ist das Ding jetzt fertig hier? Türkontrollsystem, sehr schön. Jetzt muss ich das alles verbinden wieder. Juchi. Türkontrollsystem. Ach, für draußen auch. Dafür. Dafür. Nee, Kameras, Kameras. Türservo. Nee, wir brauchen Türservo. Türservo, obwohl die glaube ich. Nee, die können ja gar nicht mehr da raus. Ich denke, ich habe alle. Düm. So, dann bauen wir diese Arbeitsplätze auch noch woanders hin. Zack. Ach, habe ich die Kamera toll platziert? Nee, nicht die Lampe. Ich will die Kamera. Und nicht immer die blöde Lampe. Nein, ich will auch keine Tür haben. Nein, aus. Kamera. Bitte aber schnell die Kamera umsetzen. Geht doch. So, dann... Die ganzen... Hallo? Monitor? Achso, der wird schon. Dann den hier aber noch bitte. Schneller. Die Sitzgelegenheit natürlich auch. Nein, nicht die Wache. Ich will den... Stuhl haben. Ach, geht gerade nicht. Okay. Hau mal ab, Wache. Jetzt seid ihr ganz verdutzt, ne? Kein Platz mehr zum Chillen. Jetzt muss ich schauen, welche Kameras alle noch nicht belegt sind. Ups, nicht verschieben. Wie viel hast du schon? Sehe ich das irgendwo? Zwei nur, okay. Hier unten habt ihr schon abgedeckt. Da noch. Sechs. Hallo? Hallo? 7.
8. So, dann muss ich hier noch verbinden. 1. Das läuft alles. Das läuft auch alles. Voll gut. Ich habe zu viel Monitore. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt alles abgedeckt habe. Ich habe jetzt 2 Bildschirme mehr, oder? Okay. Ja. Eventuell sollte ich die dann als Backup nehmen oder... Nee, ich mach die mal weg. Ja, ihr müsst nicht mehr sitzen, Leute. Oh, hier habe ich den Türservo noch gar nicht dran, wie es aussieht. Also den Türservo habe ich schon dran, aber nicht verbunden mit der Steuerung dafür. Und die Abhöranlage müsste mal verbunden werden. Was ist hier? Türkon... Oh, ich hatte da... Ach, nö. Dum, dum, dum. Warum habe ich denn... Ich frag lieber nicht. Abreißen. Das hier muss verbunden werden. Habe ich überhaupt Telefone? Ja. Ich habe Telefone. 2. Ich glaube, hier unten waren auch noch einige. 3. Da. Und 4. 5. Wo war denn noch ein Telefon? Oben? Oben vielleicht? Hier? Nö. Aber dass sich auch keiner beschwert oder so. Das sind wahrscheinlich immer diese kleinen Todesfälle. Ich konnte nicht telefonieren. Warum geht denn ihr alle hier durch? Seid ihr doof? Habe ich wieder nicht eingestellt, nur für Personal. Es geht aber raus hier. Geht doch. Wann kommen die neuen Häftlinge an? Was? 42 Stunden? Ne, 12. Okay. Oh, diese ganzen Sachen, die ihr mitschleppt immer, ne? So, wie läuft das hier? Hier sieht es nicht so überfüllt aus. Oh Gott, das sieht wieder gefährlich aus. Ich kann mir nicht helfen. Ach so, hier ist auch nur ein Hundeführer stationiert. Genau. Das ist genau so gewollt. Nicht. Warum ist hier ein Bewaffneter drin? Hä, warum soll da einer drin sein? So, das muss so. Oh Mann, das wird echt noch in die Hose gehen, glaube ich. Schon wieder? Oh, haben wir jetzt wirklich einen Tunnel gefunden? Ich habe echt keine Ahnung, wie ich hier noch suchen soll. Ich mache jetzt hier wieder dieses Tunnelgesuchsdingens. So. Oh, ist gerade abends, oder? Das wird schon klappen, dass noch nicht alle in ihren Zellen sind und sich deswegen aufregen, weil sie durchsucht werden. Also die Zellen, hoffe ich. Ich will ja nur die Tunnel haben. Aber alles andere, was wir finden, nehmen wir natürlich mit. Und finden wir Tunnel? Oh Gott, es wird wieder getasert. Aber wo? Ich habe keine Ahnung. Taser? Hallo? Was fehlt denn hier wieder? Was ist mit dem Raum? Wo wird denn... Okay, kein Todesfall. Also kann es nicht so schlimm gewesen sein. Oh oh. Da oben haben wir was. Sieht aber nicht nach Tasern aus. Oh, hier fehlt eine... Hier fehlt eine Kamera, die nicht angeschlossen ist. Verbinden. Na, doch wieder verbunden. Na gut, da oben fehlt auch eine. Also, die ist zwar verbunden, aber nicht permanent. So, jetzt geht's aber, oder? Los, noch 2 Orte durchsuchen. Ich will die Tunnel haben. Hä, wo bauen die denn bitte die Tunnel? Wenn man die nicht finden kann. Oh Gott, hier wird wieder getasert irgendwo, ne? Aber wo?
Ich habe keine Ahnung. Was ist das denn? Ach so, wieder Dreck aus den Gefangenen heraus. Okay, wir hatten nur einen Todesfall. Es ist niemand ausgebrochen. Wir haben ein paar Räume verschoben. Ein paar Sachen eingelagert. Der Cashflow ist noch weiter runtergegangen. Ich habe keine Ahnung, warum. Wir werden bald neue Häftlinge bekommen. Ich habe die Zellen ein wenig umgeordnet, was wahrscheinlich sehr viel Potenzial dazu hat und dafür hat, für Chaos zu sorgen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Episode. Wenn euch die heutige gefallen hat, könnt ihr sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um die weiteren Folgen und alles andere, was noch so hier auf meinem Kanal passiert, nicht zu verpassen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.